Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau zu Beginn der zweiten Woche, in der sich die Schweiz offiziell im Notstand befindet. Bessere Koordination. Bund und Kantone wollen ihre Corona-Maßnahmen besser absprechen. Es bringt nichts, wenn wir hier Unordnung haben, wenn wir eben nicht mehr koordiniert sind. Am Schluss verlieren alle. Spitäler stocken auf. In der Schweiz werden die Bettenkapazitäten und die Intensivstationen markant ausgebaut. Hilfe für Selbstständige, doch die Hürden für eine Erwerbsersatzentschädigung sind hoch. Der Druck wächst. Eine Olympiaverschiebung scheint unausweichlich. Und weiterhin Wiese, sonnig bei rund 7 Grad. In einer außerordentlichen Lage zeigt sich, ob und wie ein Krisenmanagement funktioniert und wer was zu sagen hat, vor allem auch, bei wem die Kompetenzen liegen. So kam es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder zu Differenzen zwischen den Kantonen und dem Bund bezüglich Maßnahmen in der Corona-Krise. Jüngste Beispiele: der Kanton Uri, der über 65-Jährigen weitestgehend verbieten wollte, das Haus zu verlassen, oder das Tessin, das alle Baustellen und Gewerbebetriebe schließen ließ. Heute haben sich der Bund und die Kantone kurz geschlossen. André Ruch. Schwarze Limousinen reihen sich heute Morgen vor dem Berner Hof. Die Nummernschilder stammen aus allen Kantonen. Ohne Händeschütteln und mit den gebührenden Abstandsregeln treffen sich im Gebäude die Präsidenten der kantonalen Regierungen mit dem Bundesrat. Bonjour, bonne journée. Nach dem Treffen ruft Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zur Einigkeit unter den Kantonen auf. Wir sind uns alle bewusst, dass einzelne Kantone in dieser Krisensituation zum Beispiel stärker oder früher betroffen sind. Und wir sind auch bereit, diese Situation selbstverständlich mit den Kantonen anzuschauen. Heute haben aber eigentlich alle gesagt, wir sollen das koordiniert machen, zusammen machen. Es bringt nichts, wenn wir hier Unordnung haben, wenn wir eben nicht mehr koordiniert sind. Am Schluss verlieren alle. Eine Stunde später macht der Direktor des Bundesamtes für Justiz klar, das Vorpreschen einzelner Kantone sei illegal. Also jetzt ist eine generelle Schließung von Baustellen durch Kantone ist nicht mehr möglich, sondern nur noch im Einzelfall, wenn man feststellt, die Bestimmungen können nicht eingehalten werden. Allerdings prüft der Bund nun eine Ausnahmeregelung. Die Idee ist, ob man allenfalls gewisse Krisenfenster vorsehen könnte, die einzelnen Kantonen in besonderen Situationen auch besondere Möglichkeiten eröffnen, befristet, auf Gesuch hin. Der Vertreter der Tessiner Regierung hält aber weiterhin an den schärferen Tessiner Regeln fest. Er hofft, dass der Bundesrat diese bald erlaubt. Das Tessin, die Südtäler des Wunder, des Kantons Graubünden sowie auch Genf haben andere Bedürfnisse als die Großstädte oder andere Kantone und Regionen in der Schweiz. Darum brauchen wir Differenzierung, brauchen wir andere Maßnahmen, die nicht gleich groß sein möchten und müssen in den Rest der Schweiz. Auf die Rückfahrt gibt der Bundesrat den Kantonsregierungen die klare Ansage mit, dass er die Situation ohne Streit und bald klären will. Bund und Kantone wollen sich besser absprechen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. John Duri-Vinzenz ist nach diesem Treffen heute zwischen dem Bundesrat und Regierungsvertretern damit das Problem gelöst, dass einzelne Kantone vorpreschen. Ja, der Bundesrat hat auf jeden Fall für Klarheit gesorgt. Klarheit, dass die Maßnahmen dieser einzelnen Kantone widerrechtlich sind. Aber eben zum Beispiel der Kanton Tessin hat auch klar gemacht, dass er seine Maßnahmen, diese Betriebsschließungen, die Baustellenschließungen nicht zurücknehmen will. Jetzt möchte man, das wurde heute auch klar in diesem Treffen, einen offenen Konflikt verhindern. Und deshalb sucht man eben nach Lösungen, wie man Kantonen in einer speziellen Situation entgegenkommen kann. Und die Lösung könnten eben diese im Beitrag angesprochenen Krisenfenster sein. Was bedeuten diese Krisenfenster ganz konkret? Ja, die Spezialisten des Bundesamtes für Justiz vor allem sind daran, jetzt daran zu arbeiten, eine genaue Regelung auszuarbeiten. Klar ist, dass ein Kanton, der eine spezielle Maßnahme einführen möchte, dass der ein Gesuch stellen muss.
Und dieses Gesuch muss dann vom Bund genehmigt werden, wahrscheinlich eben befristet. Und wie gesagt, das scheint juristisch ziemlich kompliziert zu sein. Man arbeitet auf Hochtouren an einer Lösung. Ich stelle mir aber vor, da kann mir gut vorstellen, dass bereits übermorgen an der nächsten Bundesratssitzung der Bundesrat hier ein solches Instrument beschließen wird. Es gab heute sozusagen auch ein erstes Lebenszeichen wieder des Parlaments. Die Finanzdelegation der beiden Räte hat sich getroffen. Was wurde da entschieden? Ja, genau, die Finanzdelegation, das sind Mitglieder der Finanzkommission, je drei von National- und Ständerat. Sie haben sich das Maßnahmenpaket des Bundesrats angeschaut, das der letzten Freitag beschlossen hat, diese 30,7 Milliarden. Und weil die Zeit eben drängt, will man nicht einen regulären Parlamentsentscheid abwarten. Und deshalb hat die Finanzdelegation heute wenig überraschend diese Finanzhilfe, dieses Maßnahmenpaket abgesegnet. 30,7 Milliarden. Das ist der höchste Betrag, der die Finanzdelegation je bewilligt hat. Vor kurzem haben sich auch noch die Präsidenten, der Präsident des Ständerats und die Präsidenten des Nationalrats gemeldet. Und sie haben noch mal klargemacht, dass sie daran sind, eine außerordentliche Session zu planen. Im Moment ist man daran, einen geeigneten Ort zu finden, wo man eben diese Sicherheitsmaßnahmen einhalten kann und auch ein Datum zu finden. Möglich wäre es wahrscheinlich schon Anfang Mai. Und dann könnten auch diese 30,7 Milliarden, die die Finanzdelegation heute schon mal genehmigt hat, dann könnte auch nachträglich das Parlament zum Beispiel dieses Geld genehmigen. Danke nach Bern, John Duri Vinzenz. In der Schweiz steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an, rasch an. Inzwischen sind es 8.060. Das ist ein Anstieg von 1.046 innerhalb 24 Stunden. 70 Menschen sind gemäß BAG, dem Bundesamt für Gesundheit, an den Folgen von Corona gestorben. Seit vorgestern Samstag weist das Bundesamt für Gesundheit alle positiv getesteten Fälle aus und nicht nur die, die auch vom Referenzlabor bestätigt wurden. Das erklärt unter anderem auch den großen Sprung von Ende letzter Woche. Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr Menschen Spitalpflege beanspruchen müssen, auch intensive Pflege. Hat es in Schweizer Spitälen genug solcher Intensivbetten? Im Moment kann man diese Frage mit Ja beantworten. Im Moment, Daniel Stadelmann. Eigentlich hätte das Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld abgerissen werden sollen. Es wurde vor kurzem geräumt. Die leerstehenden Zimmer kommen nun aber wie gerufen. 200 zusätzliche Betten, speziell für Corona-Patientinnen und Patienten, kann der Kanton Thurgau so innerhalb weniger Tage bereitstellen. Geliefert von der Armee. Wir sind heute so weit vorbereitet, dass wir die Betten jetzt reinmachen können und ab nächster Woche grundsätzlich, wenn der Bedarf dann wirklich da ist, auch betreiben können. Die Sorge, dass insbesondere Betten auf Intensivstationen wegen der Corona-Krise schweizweit knapp werden könnten, scheint bisher unbegründet. Wir haben damit gerechnet, dass wir überschwemmt werden dieses Wochenende. Es hat sich aber zum Glück nicht bewahrheitet. Wir haben noch genügend Platz und schaffen sogar noch mehr Platz. Und erfreulicherweise konnten wir schon 3 Patienten von der Intensivstation verlegen und ein vierter ist auf gutem Wege. Gemäß den Erfahrungen verschiedener Spitäler müssen selbst Corona-Patienten mit schweren Verläufen teils nur für wenige Stunden oder Tage auf die Intensivstation. Vorsorglicherweise bauen viele Spitäler die Intensivbetten dennoch aus. Im Thurgau hat man die Zahl auf 50 verdoppelt. Wir gehen davon aus, dass wir knapp genügend haben. Aber man weiß es nie so ganz genau. Die Zahlen, die international jetzt gemessen werden, zeigen, dass es tendenziell immer mehr IPS-Plätze braucht. Und das wird die große Herausforderung zu sein, rechtzeitig abzuschätzen, was brauchen wir noch und das dann auch zu bekommen. Das Kantonsspital hofft, dass man den alten Bettentrakt frühestens ab Juli nicht mehr benötigen wird und abreißen kann. Vom medizinisch-gesundheitlichen Aspekt der Corona-Krise nun zur Wirtschaft. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat heute bekannt gegeben, dass im März tausende Betriebe in der Schweiz um Kurzarbeit ersucht hätten. Wir hatten für den Monat März jetzt die letzten Zahlen 21.000 Betriebe, die für insgesamt 315.000 Arbeitnehmende ein Kurzarbeitsgesuch gestellt haben. Das sind etwa 6,1% der Beschäftigten in der Schweiz.
Rekordverdächtig, viele Gesuche also um Kurzarbeit. Die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft, für Arbeitnehmende sind schwer. Sehr hart trifft es auch selbstständige Werbende. Plötzlich kommt kein Geld mehr rein, für die Coiffeuse beispielsweise oder den Marktfahrer oder die selbstständige Grafikerin. Selbstständige Werbende können bei ihren Ausgleichskassen deshalb eine sogenannte Erwerbsersatzentschädigung beantragen. Seit heute um 9 Uhr früh sind die Formulare online. Der Ansturm ist riesig und die Hürden sind hoch. Matthias Thomi. In den ersten 30 Minuten reichen im Wirtschaftskanton Zürich rund 3000 selbstständige Gesuche für Corona-Erwerbsersatzentschädigung ein. Kurz vor Mittag ist der Server bereits überlastet. Und bei der aufgestockten Telefonhotline laufen die Drähte heiß. Es ist losgegangen wie ein Tsunami, kann man richtig sagen. So 50, 60 Telefone am Morgen pro 30 Personen. Und die drängendsten Fragen sind, habe ich Anspruch, kriege ich etwas, die Leute haben Sorgen. Und das ist eigentlich das aufzufangen, das ist im Moment das Hauptthema. Anspruch auf Corona-Entschädigung haben Selbstständige? Wenn sie aufgrund der Maßnahmen des Bundesrates ihre Betriebe schließen müssen, sich ärztlich verordnet in Quarantäne befinden, Kinder unter 12 Jahren nicht mehr betreuen können oder bei annullierten Veranstaltungen. Diese Leistung ist für diejenigen Personengruppen da, die eben von diesem Schließungsgebot des Bundesrates betroffen sind. Also das sind Restaurants, Floristinnen, Coiffeusen oder Nailstudios. Als Besitzer eines Messerfachgeschäfts wird Werner Scherrer wohl Corona-Entschädigung erhalten. Als Präsident des Zürcher KMU- und Gewerbeverbandes geht ihm die Lösung aber zu wenig weit. In dem Moment, in dem ich meine Türe geschlossen habe, habe ich keinen Umsatz mehr gemacht. Aber es gibt natürlich weitere Positionen, Grafikerin zum Beispiel oder meine Lieferanten. Wenn ich nichts bestelle, dann können die nichts liefern und haben ebenfalls ein Problem. Ohne direkt betroffen zu sein vom Schließungsgebot, können selbstständig Erwerbende keine Einbußen geltend machen. Denn Ärzte, Architekten und Anwälte oder auch Taxifahrer etc., die dürfen weiterarbeiten, die sollen weiterarbeiten. Diese Berufsgruppen haben keinen Anspruch auf diese Corona-Entschädigung. Eine Ausweitung der Corona-Entschädigung auf allgemeine Umsatzeinbußen müsste der Bundesrat beschließen. Ja, Restaurants, Bars, Coiffeurläden, Kleidergeschäfte und so weiter und so fort. All diese Betriebe sind seit einer Woche geschlossen. Trotzdem laufen für jene, die diese Läden führen, die Fixkosten weiter, so auch die Miete. Ohne Einnahmen wird es sehr schnell, sehr eng. Die Vermieter, die Besitzer solcher Geschäftsliegenschaften wollen oder können jedoch nur bedingt Hand bieten für eine Lösung. Marcel Niedermann. Wo vor zwei Wochen noch Hunderte von Passanten ihren Espresso tranken, herrscht jetzt Leere. Wie Kaffeeinhaber Christian Forrer betreibt 9 Cafés an bester Lage und zahlt monatlich gegen 100.000 Franken Miete. Bereits vergangene Woche ist er auf die Vermieter zugegangen. Einige Vermieter haben die ganze Aprilmiete gestrichen. Andere Vermieter haben einen Aufschub gegeben, damit wir die Miete vielleicht später noch bezahlen müssen, wenn man dann die Krise überwunden hat. Andere Vermieter haben unseren Vorschlag angenommen und haben die halbe Miete erlassen. Der größte Liegenschaftsbesitzer der Schweiz ist Swiss Life. Der Konzern will unkompliziert Hand bieten bei Fällen, wo KMU kein Geld mehr haben, indem er die Zahlungsfrist erstreckt. Die Stundung ist eine Kulanzmaßnahme. Der Mietzins gemäß Vertrag bleibt deshalb grundsätzlich geschuldet. Dies im Interesse unserer Versicherten. Denn der Konzern investiert die Gelder der Versicherten in Immobilien und erfüllt mit den laufenden Mieteinnahmen die Verpflichtungen diesen gegenüber. Auch die Credit Suisse will Zahlungsfristen erstrecken oder kann sich vorstellen, vereinzelt Mieten vorübergehend zu reduzieren, um so die langfristigen Vermietungen zu sichern und Konkurse zu verhindern. Christian Forrer hofft auf das Entgegenkommen der Vermieter. Die Miete erlassen, wie das der Mieterverband fordert, ist bei den Liegenschaftsbesitzern zum jetzigen Zeitpunkt aber kein Thema. Dauert der Stillstand an, sieht er jedoch wenig Handlungsspielraum. Die Mieten machen ein Drittel der Kosten aus. Da die Mieten einen Großteil unserer Kosten verursachen, wäre das ganz, ganz schwierig, über die Runden zu kommen. Wir müssen wahrscheinlich dann Geld aufnehmen von den Banken. Und auch das müsste man ja später wieder zurückzahlen.
Er hofft, dass die Zwangsschließung nur von kurzer Dauer ist. Sein Online-Shop kompensiert nur einen Bruchteil der fehlenden Einnahmen. Viele Menschen geraten hierzulande wegen der Folgen der Corona-Krise in eine Notlage. Deshalb ruft die Glückskette mit Unterstützung der SEG zu Spenden auf. Die gesammelten Beträge werden für Sofort- und Sozialhilfe in der Schweiz eingesetzt. Spenden können Sie unter glückskette.ch oder per E-Banking auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk Coronavirus. Nun zu Zahlen, die immens hoch sind. Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gelten rund um den Globus inzwischen in über 50 Ländern Ausgangsbeschränkungen. Betroffen sind über 1,5 Milliarden Menschen. Weltweit sind über 15.000 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben, mehr als ein Drittel davon alleine in unserem Nachbarland Italien. Dort sind inzwischen über 6.000 Tote registriert worden. Im Hafen von Genua wird dieses Passagierschiff zum Spital umfunktioniert und in Mailand wird ein Hotel zum Notspital für Corona-Patienten umgerüstet. Leere Straßen in Bergamo. Vor allem Norditalien ist schwer betroffen von der Corona-Krise. Trotz drastischer Maßnahmen wie rigorose Ausgangssperren hat sich die Seuche weiter ausgebreitet, sodass die Regierung auch die Schließung von nicht lebensnotwendigen Firmen und Fabriken angeordnet hat. Der Unternehmerverband warnt, mit dieser landesweiten Schließung würde die italienische Wirtschaft jetzt 100 Milliarden Euro pro Monat verlieren. Gleichzeitig kündigen aber auch jene Beschäftigten nun Streiks an, die nicht von diesem Stopp betroffen sind. Sie fürchten um das Ansteckungsrisiko an ihrem Arbeitsplatz. In Frankreich sind die Straßen leergefegt, so wie hier in Paris. Das Parlament hat gestern spät einen zweimonatigen Gesundheitsnotstand beschlossen, der auch verlängert werden kann. Der Zugang zu allen Stränden des Landes ist verboten. In den Städten sind Gärten und Parks geschlossen. In Paris darf auch niemand mehr am Seineufer entlang spazieren. Im Elsass in Mühlhus hat das Militär ein Feldspital aus dem Boden gestampft mit Intensivpflegebetten. Das Spital wurde heute eröffnet. Nach einer Testphase kommen die schwersten Fälle hierher. Angesichts der täglich neuen Corona-Patienten werden Betten, Masken und Schutzkleidung in Krankenhäusern knapp. Bereits sind auch drei Ärzte am Virus gestorben. Ein Kollektiv, das 50.000 Klinikleiter, Spitalärzte und Professoren repräsentiert, appelliert heute an Präsident Macron, die Ausgangssperre strikte durchzusetzen. Noch ließen sich tausende Tote vermeiden. In Großbritannien sind seit heute alle Schulen geschlossen, ebenso alle Restaurants, Bars, Pubs oder Cafés. Die britische Regierung reagierte zunächst zögerlich im Kampf gegen das Coronavirus. Nun gibt sie bekannt, dass die Anzahl Todesfälle auf über 300 angestiegen ist. Die Regierung fordert, dass die Leute zu Hause bleiben und Abstand wahren. Falls nicht, würden die Maßnahmen per Notrecht durchgesetzt. Dieses Notrecht gibt der Regierung etwa die Möglichkeit, Grenzen und Häfen ganz zu schließen. Und die Polizei kann sogar so weit gehen, eine Person, die mutmaßlich das Virus trägt, festzunehmen und unter Zwang zu isolieren. Kritik gegen diesen Machtausbau gibt es kaum, denn die meisten fordern ein vehementeres Vorgehen im Kampf gegen das Virus. In den USA, wie hier am Times Square in New York, sind die Bilder identisch mit jenen, die wir aus Europa kennen. Nun soll ein Hilfspaket von über einer Billion Dollar geschnürt werden, um die Folgen für die Wirtschaft abzufedern. Die Gelder sollen in Unternehmen, in die Arbeitslosenhilfe und in das Gesundheitswesen fließen. Eine erste Abstimmung ist gestern im Senat gescheitert. Heute haben die Politikerinnen und Politiker einen neuen Anlauf genommen und wieder keine Einigung erreicht. Im Grundsatz sind sich Demokraten und Republikaner für einmal einig. Der Coronavirus bedroht nicht nur die Gesundheit des Einzelnen, sondern auch die Wirtschaft des Landes. Doch damit hört die Übereinstimmung bereits auf. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, fordert, dass mehr Geld in die Arbeitslosenversicherung fließen soll und dass Großkonzerne nur unter bestimmten Auflagen die Staatsgelder erhalten dürfen. Das Gesetz wird sich nicht auf die nächsten Tage, sondern auf die nächsten Monate und Jahre auswirken. Deshalb brauchen wir das bestmögliche Gesetz. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, drängt darauf, das Hilfspaket zu schnüren. Es ist nicht die Zeit für Egoismus oder Zerstrittenheit. Wir müssen jetzt solidarisch und großzügig sein. Und, ja, mutig.
And yes, courage. Leere Restaurants, geschlossene Geschäfte. Die Coronavirus-Pandemie bremst die US-Wirtschaft schon jetzt. Entlassungen drohen. Auch die US-Notenbank Fed bleibt nicht untätig. Sie kündigt heute an, unbegrenzte Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken gesicherte Wertpapiere zu kaufen. Maßnahmen, die die Finanzmärkte und die Geldpolitik am Leben erhalten sollen. Notenbank und Politik, die USA bereiten sich auf unsichere Zeiten vor, meint SRF-USA-Korrespondent Peter Dückeli. Die amerikanische Notenbank geht jetzt aufs Ganze. Und auch der Kongress wird sich nach zähen Verhandlungen wohl bald einigen können. In kurzer Zeit Staatshilfe in der Rekordhöhe von rund 1,5 Billionen Dollar. Das ist rund zweimal die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz zu verteilen. Das ist nicht einfach. Denn die Begehrlichkeiten sind riesig. Von den hart getroffenen Wirtschaftszweigen, aber auch von den rund 10 Millionen Arbeitnehmenden, die gemäß Prognose ihre Stelle verlieren könnten oder mit massiven Lohneinbußen rechnen müssen. Und das in einem Land, das Kurzarbeit und eine ausreichende Arbeitslosenentschädigung nur vom Hörensagen kennt. Nach Russland, wo sich Präsident Putin bis jetzt nicht genötigt sah, sich wegen der Coronavirus-Gefahr an die Bevölkerung zu wenden. Dies, obwohl die Zahl der Infizierten steigt. Aktuell sind es offiziell rund 500. Bisher sei ein Mensch daran gestorben, melden die russischen Behörden. Doch das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Behörden und dem Gesundheitssystem sitzt tief. Und noch bevor das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, leidet die Wirtschaft. Lucia Czirki. Die russische Wirtschaft taumelt am Abgrund. Der Rubel befindet sich auf einer Talfahrt wie seit Jahren nicht mehr. Innerhalb weniger Wochen verlor die russische Währung fast einen Drittel ihres Wertes gegenüber dem Dollar. Die russische Regierung erklärte die weltweite Corona-Krise für verantwortlich. Das Finanzministerium rechnet mit einem Einnahmeverlust von 3.000 Milliarden Rubel im Öl- und Gasgeschäft. Umgerechnet sind das 36 Milliarden Schweizer Franken. Die Regierung hat finanzielle Unterstützung versprochen, um das Ende ganzer Branchen zu verhindern. Diese Maßnahmen würden nicht helfen, sagt Wirtschaftsexperte Dmitri Patapenka. Kleine und mittelständige Unternehmen werden in den kommenden 2 bis 3 Monaten einfach aussterben. Viele hatten bereits zu kämpfen. All diese sogenannten Maßnahmen werden nicht helfen. Man müsste alle Steuern bis und mit Juli einfach erlassen für kleine und mittelständige Unternehmen. Präsident Wladimir Putin hat sich bisher nicht mit einer Rede an die Bevölkerung gewandt und hat dies laut seinem Sprecher auch nicht demnächst vor zu tun. Zur Verbreitung des Coronavirus im Land sagte Putin vorgestern: Angesichts des großen Risikos haben wir die Situation insgesamt unter Kontrolle. Dazu sind unser Gesundheitssystem, die Grenzwachen und weitere Dienste im Einsatz. Auf den ersten Blick scheint vieles normal. Die Restaurants haben geöffnet, der Verkehr rollt. Doch die wirtschaftliche Krise ist längst bei den Menschen angekommen. Die Menschen sind arm geworden. Selbst hier auf der Straße geben sie dir selten Geld, wenn du spielst. Gestern wurde ich gefragt, ob ich heute nicht zu Hause bleiben könne. Ich sagte ja, denn ich will ja nicht fürs Nichtstun Gehalt bekommen. Ich will auch wirklich arbeiten. Noch steht Russland am Anfang dunkler Zeiten. Für weite Teile der Wirtschaft scheint jede Hilfe bereits jetzt zu spät zu kommen. Vielerorts herrscht praktisch Stillstand wegen der Corona-Krise. Das betrifft natürlich auch die Welt des Sports. Noch nicht abgesagt worden sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio mit der Betonung auf noch nicht. Aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit. Mit Kanada und Australien haben bereits die ersten Länder ihre Teilnahme abgesagt. Solche Bilder wie hier in Rio 2016 wird es dieses Jahr definitiv nicht geben. Sowohl Kanada als auch Australien werden keine Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio entsenden. Es geht nicht nur um die Gesundheit der Athletinnen, sondern um die gesamte Weltgemeinschaft, so die Begründung des kanadischen Olympischen Komitees. Swiss Olympic hat dem internationalen Komitee heute einen Brief mit einer klaren Forderung zugestellt. Meine Vorstellung oder unsere geht vielmehr in eine Richtung, dass wahrscheinlich einmal eine klare Aussage muss kommen, dass die Spiele nicht stattfinden können diesen Sommer und man ihnen noch ein bisschen mehr Zeit muss geben für den Folgeentscheid, ob eine Verschiebung überhaupt möglich ist.
Zuvor hatte bereits der Internationale Leichtathletikverband mit Präsident Sebastian Coe das IOC aufgefordert, einen neuen Termin für den Großanlass zu finden. Diese Entwicklungen zeigen in Tokio Wirkung. In einer Rede vor dem Parlament spricht Japans Premierminister Shinzo Abe erstmals über eine Verschiebung der Spiele. Wenn eine vollständige Durchführung nicht möglich ist, müssen wir zwingend über eine Verschiebung nachdenken, denn die Sicherheit der Athleten hat oberste Priorität. Eine komplette Absage von Olympia 2020 ist derzeit noch kein Thema. Doch die Hoffnung auf eine Durchführung zum geplanten Datum ist durch die Absagen Kanadas und Australiens definitiv gesunken. Aufgrund der Corona-Krise strahlen wir auch heute im Anschluss an die Tagesschau eine Sondersendung aus. Das Quiz 1 gegen 100 entfällt. Mario Grusniklaus, was ist denn der Schwerpunkt eurer Sendung? Ja, eigentlich sind es zwei Schwerpunkte heute Abend. Zum einen wollen wir wissen, ob und wie sich die Leute an die neuen Abstandsregeln gewöhnt haben hier in der Schweiz. Dann gehen wir ins Ausland. Denn wo man hinschaut auf der Weltkarte, man sieht, Regierungen reagieren überall anders auf diese Corona-Krise. Wir wollen wissen, ob das gut gehen kann. Besten Dank, Mario. Das war's von uns für Sie. Danke fürs Interesse, einen guten Abend weiterhin und bleiben gesund.